Bevor ich in das Video wirklich tief eintauche, möchte ich dazu sagen, dass es sich hierbei komplett um meine persönliche Meinung handelt. Jemand, der die Kingdom Hearts Key Story feiert, beziehungsweise das Universum geil findet, der soll sich jetzt bitte nicht angegriffen fühlen. Es handelt sich wirklich nur um meine eigene Meinung und die darf ich ja hier kundgeben, wenn ich Bock darauf habe. Nun denn, jetzt da das aus dem Weg ist, können wir mit dem Video anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Seid gegrüßt alle miteinander. Hier ist euer Random Dips mit einem etwas anderen Video. Normalerweise erstelle ich nicht diese Art von Videos, aber im Angesicht der letzten Ereignisse, welche diese Woche stattfanden, fühle ich die Notwendigkeit, meine eigene Meinung zu diesem Thema zu äußern. Bevor wir beginnen, spreche ich an dieser Stelle eine große Spoilerwarnung für das gesamte Kingdom Hearts Key Universum und auch teilweise für Kingdom Hearts 3D aus. Jetzt, da das aus dem Weg ist, können wir anfangen. In diesem Video beleuchte ich verschiedene entscheidende Momente in der Story vom Kingdom Hearts Key und Union Cross oder Unchained Key, was auch immer ihr bevorzugt, Universum, welche mich ernsthaft daran zweifeln lassen, dass man diese Geschichte zu einem in sich logisch nachvollziehbaren Ende münden lassen kann. Dazu gehören folgende Szenen: die Offenbarung, dass Chivalry ein Dream Eater ist, das Secret Ending von Kingdom Hearts Key, die Einführung von Ventus als einer der Anführer der Dandelions und zu guter Letzt die Einführung des fünften Union Leaders in Kingdom Hearts Union Cross. Folgendes möchte ich dabei sehr gern vorwegnehmen. Bis jetzt habe ich die Charaktere, die Dialoge und vor allem die Story der Kingdom Hearts Reihe immer gefeiert und auch verteidigen können, sogar als in Kingdom Hearts 3D Zeitreisen als neues Element des Plots eingeführt wurden, welche aus meiner Sicht zu einem möglichen chaotischen Szenario eines Tages führen können. I am Xehanort from the most distant past. From the past? There are restrictions to movement through time. First, you must leave your body behind to do it. Then, there must be a version of you waiting at the destination. Upon arrival, you can only move forward as per the laws of time. And you cannot rewrite the events that are destined to happen. Darüber werde ich mich jetzt jedoch nicht zu sehr aufregen, einfach aus dem Grund, weil das noch abgewandt werden kann, sofern sich an die eigens aufgestellten Regeln gehalten wird. Nun fangen wir erst einmal mit der Offenbarung an, dass Chivalry ein Dream Eater ist. Bis jetzt wissen wir, dass Dream Eater eigentlich nur in schlafenden Welten vorkommen können, was wiederum bedeutet, dass es sich beim Kingdom Hearts Key Universum um eine schlafende Welt handelt, welche wiederum durch den Traum einer Person betreten werden kann. Bis zu diesem Punkt innerhalb der Story ging ich davon aus, dass Kingdom Hearts Key die Geschichte des Schlüsselschwertkrieges und die Ereignisse, welche zu diesem geführt haben, beleuchtet. Immerhin haben viele Fans darauf gewartet, seitdem dieser in Kingdom Hearts Birth by Sleep erwähnt wurde, und auch ich war gespannt, endlich die Hintergründe zu diesem entscheidenden Event in der Kingdom Hearts Story zu erfahren. Jedoch wurde es durch die Tatsache, dass es sich beim Kingdom Hearts Key Universum lediglich um eine schlafende Welt handelt, unnötig verkompliziert und teilweise sogar entwertet, weil man den Eindruck bekommt, dass die Ereignisse, die hier stattfinden, nicht wirklich real sind. Dazu kommt noch, dass die Handlung von Unchained Key in einem anderen Reich stattfinden soll und somit kommen wir zur Überleitung zum Secret Ending von Kingdom Hearts Key. Wir sehen, wie der Spielercharakter von Ephemer und Scald nach dem großen Kampf im Schlüsselschwertfriedhof empfangen wird. Um sie herum schwirren Pusteblumen oder zu Englisch Dandelions. Natürlich kann man es auch mit Löwenzahn übersetzen, aber in diesem Bildchen fand ich Pusteblumen doch ein wenig treffender. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, so sind die Dandelions eine Gruppe besonders leistungsstarker Schlüsselschwertkämpfer, welche von Meister Ava ins Reich von Unchained Key geschickt wurden, um sie vor dem drohenden Unheil des Krieges zu retten. Diese sollen daraufhin die Welten wieder aufbauen, nachdem diese durch den Schlüsselschwertkrieg
vernichtet bzw. in Dunkelheit gehüllt wurden. Ich persönlich habe diese Szene immer so interpretiert, dass Ephemer und Skald, welche zwei Anführer der Dandelions sind, den Spielercharakter vor dem Untergang retten wollen, weswegen sie ihn in diesem Moment ins Reich von Anshan-Qi mitgenommen haben. So schien es mir bis jetzt immer verständlich zu sein. Doch dann kommen wir zum Secret Ending von Qi. Wir sehen, wie der Spielercharakter zusammen mit seinem Chiffy im Enchanted Dominion bzw. Verwunschenen Reich aufwacht. Dieses Ereignis spielt wohlgemerkt aus meiner Sicht nach dem Ende von Kingdom Hearts Qi. Chiffy klärt uns darüber auf, dass wir seit unserem Aufeinandertreffen mit Meister Ava eingewilligt hätten, uns den Dandelions anzuschließen, was meiner Erinnerung nach aber niemals passiert ist. Dazu muss ich sagen, dass es schon ziemlich lange her ist, dass ich diesen Part der Story überhaupt in Anshan-Qi gezockt habe und momentan bin ich auch nicht ganz up to date. Der letzte Stand, das dürfte so Quest 635 sein, wenn ich mich recht entsinne. Und nun ja, daraufhin meint Chiffy, dass wir seit dem Tag, an dem wir uns den Dandelions angeschlossen hätten, sehr viel geträumt haben. Es herrscht allgemeine Verwirrung seitens des Spielercharakters und natürlich auch für uns. Ganz ehrlich, als wir die Welt weiter erkunden möchten mit Chiffy zusammen, wird der Weg durch Dornen versperrt, woraufhin sich Chiffy entscheidet, dass wir doch ein anderes Mal wieder hierher gehen, nachdem uns eine Lösung so ganz plötzlich eingefallen ist. Und jetzt geht das Plot-Twist-Level das erste Mal über 9000. Denn wir sehen, wie die Malefits aus unserer Zeit, aus den Spielen von Kingdom Hearts Birth by Sleep bis hin zu Kingdom Hearts 3D auftaucht. Wir wissen, dass sie im Kingdom Hearts Recoded Film großes Interesse daran gezeigt hatte, in den Besitz des digitalen Tagebuches zu gelangen, welches sie wiederum an die Legende des Buches der Prophezeiungen erinnert. Laut ihrer eigenen Aussage kann damit eine komplett neue Welt erschaffen werden, mit Wesen und Personen, welche noch nicht existieren. Da sie so stark an der Macht des Buches interessiert ist, setzt sie es sich zum Ziel, das Buch in ihren Besitz zu bringen, um das Blatt doch noch zu ihren Gunsten wenden zu können. Wenn wir wieder zurückgehen zum Secret Ending von Kingdom Hearts Qi, so bemerken wir, dass Malefiz Sora und die anderen erwähnt. Sie hat sich Zugang zu dieser Welt verschafft und merkt an, dass sie Sora und die anderen diesmal nicht einmischen können, da nichts durchkommen kann. Für mich ist es zu diesem Zeitpunkt absolut unklar, in welchem Reich sie sich befindet und wie genau sie dort überhaupt hingelangt ist oder ob sie womöglich sogar das Buch der Prophezeiungen bereits gefunden und damit diese Welt erschaffen hat. Wäre sie in dieser Szene nicht vorgekommen, hätte ich gesagt, dass diese Szene im Unchained-Key-Universum stattfindet. Aber da kann ich mir, dadurch, dass sie jetzt da ist, nicht mehr wirklich sicher sein. Nomura hat zwar kürzlich erwähnt, dass man die Story von Kingdom Hearts Qi nicht kennen müsse, um Kingdom Hearts 3 zu verstehen. Jedoch, wenn man an die Szene im Kingdom Hearts 3 Orchestra Trailer 2017 denkt, in der Malefiz nach Lucius oder Laxus, ich weiß nicht mehr, wie er ausgesprochen wird, schwarzer Box fragt, so entsteht bei mir der Eindruck, dass sie das Wissen über die Existenz dieser Box nur durch ihren neuesten Trip ins Qi-Universum erlangt haben kann. Ergo, man kann das nur wissen, wenn man bestimmte Ereignisse aus Qi verfolgt hat. Ich kann nur hoffen, dass das in Kingdom Hearts 3 erklärt wird. Andernfalls haben wir hier einfach nur einen weiteren Plot-Twist nach dem Motto Deal with it, der uns hier einfach reingedrückt wird. Kommen wir nun zum vorletzten Punkt, nämlich die Einführung von Ventus als dritter Anführer der Dandelions. Oh Gott, wie zur Hölle kann es möglich sein, dass eine Figur, welche in Kingdom Hearts Birth by Sleep vielleicht maximal 16 Jahre alt ist, jetzt auf einmal im Kingdom Hearts Qi-Universum auftaucht, welches eigentlich mindestens 100 Jahre in der Vergangenheit zurückliegt. Wir können hierbei Zeitreisen meiner Meinung nach komplett ausschließen, da man an dem Punkt, an dem man letztendlich ankommen will, eine Version von sich selbst benötigt, was, wie gesagt, eigentlich ausgeschlossen ist, da Kingdom Hearts Qi zu weit in der Vergangenheit zurückliegt, als dass eine Version von Ventus dort hätte sein können. Mir fällt an diesem Punkt wirklich keine logische Erklärung mehr ein. Ich habe jedoch eine gewagte Vermutung, welche ich zum Ende des Videos hin äußern werde.
Kommen wir nun zum letzten Punkt, nämlich der Identität des fünften Union Leaders. Vor genau 2 Wochen haben wir eine neue Figur kennengelernt, namens Strelitzia. Ich werde jetzt nicht zu sehr auf ihre Geschichte eingehen, ihr solltet nur wissen, dass sie den Spielercharakter während der Geschehnisse von Kingdom Hearts Unshanky bzw. Kingdom Hearts Union Cross im Hintergrund beobachtet hat. Jedoch hat sie sich niemals getraut, mit uns in Kontakt zu treten, da sie offenbar sehr schüchtern ist. Danach wird ihr von Ava die Möglichkeit angeboten, einer der 5 Anführer der Dandelions zu werden und augenscheinlich wird ihr auch eine Seite bzw. ein Teil des Buchs der Prophezeiungen gewährt. Und für mich war alles klar, ich dachte mir, hey, sie wird ganz einfach die 5. Anführerin werden, da wird nichts dazwischen kommen. Gestern jedoch, auf dem Weg nach Hause im Bus, habe ich mal Twitter geprüft und überall habe ich dieses eine Bild gesehen. Von einer Figur im Kingdom Hearts Union Cross, welche pinke Haare hatte und jemand schrieb, so sieht also Maloxias jemand aus. Und ich dachte mir nur so, ach, das ist alles nur ein netter kleiner Witz oder vielleicht ein neues Meme. Ja, nichts großartig dabei. Oh mein Gott, lag ich falsch. Es ist nämlich gestern ein neues Update der japanischen Version von Kingdom Hearts Union Cross erschienen, welches die Story von Strelitzia fortsetzt. Ich werde diese so gut es geht zusammenfassen. Als erstes unterhalten sich Strelitzia und ihr Chirifi über die Rolle, die ein Union Leader erfüllen muss. Und sie erwähnt ebenso, dass sie niemandem außer den Dandelions davon erzählen dürfen, dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Sie möchte es gerne unserem Spielercharakter erzählen, aber darf es nicht, weil er kein Dandelion, ich wiederhole, kein Dandelion ist, was ja eindeutig dem Secret Ending von Kingdom Hearts Key widerspricht. Daraufhin möchte sie ihn zu den Dandelions einladen, um ihm bald von der nahenden Bedrohung zu berichten. Was mir während der ganzen Szene aufgefallen ist, ist, dass ihr Chirifi von der ganzen Idee nicht wirklich begeistert ist und auf mich sogar ein wenig den Eindruck macht, als ob er teilweise daran beteiligt wäre, an dem, was als nächstes passiert. Sie stirbt und das Buch wird ihr weggenommen. Damit ist sie offiziell die 2. Figur, die offenbar endgültig in der gesamten Kingdom Hearts Serie gestorben ist. Ich meine wirklich, sie wurde vor nicht mal 2 Wochen eingeführt und schon ist sie tot. Und wir kriegen nicht mal zu sehen, wer es getan hat. Sie sagt noch, dass es ihr leid tue, dass sie ihren Chirifi nicht beschützen konnte und denkt an die Male zurück, bei denen sie den Spieler gesehen hatte und bereut, dass sie nicht mit uns gesprochen hat. Im Hintergrund läuft die ganze Zeit Dearly Beloved, ich hoffe, dass das die richtige Aussprache ist. Und das unterstreicht nochmal, dass es eine sehr emotionale Szene ist. Und man denkt sich, okay, traurige Sache. Aber hier hört der Spaß noch nicht mal auf. Der 5. Union Leader wird endlich enthüllt. Und es ist eben diese Figur mit pinken Haaren, welche ich auf Twitter gesehen habe. Und natürlich stellt sich raus, dass es sich dabei um Maloxias jemand, Lauriam, handelt. Glaubt mir Leute, ich will euch wirklich nicht verarschen. Und wenn er jetzt der 5. Führer ist, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Schlüsselschwert hat, gar nicht so gering. Und das ist ein Umstand, der mich schon bei Lee und seinem Schlüsselschwert gestört hat. Wobei man hier zugeben muss, dass zu der damaligen Zeit sehr viel mehr Schlüsselschwertkrieger durch die Gegend gelaufen sind. Maloxia ist eines meiner absoluten Lieblingsmitglieder der gesamten Organisation. Und mehr über seinen Hintergrund, als er noch eine ganze Person war, zu erfahren, hätte mich wahrhaftig frohlocken lassen. Wenn es zu einer Zeit der Hauptspiele, also ich meine jetzt von Birth by Sleep bis, sagen wir, Kingdom Hearts 2 passiert wäre. Aber so wie die Dinge jetzt stehen, weiß ich nicht, in welcher Welt diese Geschichte noch wirklich Sinn macht. Eben aus jenen Gründen, die ich schon bei Ventus genannt habe. Auch wenn es absolut unwahrscheinlich ist, so ist die beste Idee, die ich im Moment habe, dass Ventus die ganze Geschichte von Union Cross träumt, und Maloxias jemand dort irgendwie mit reingezogen wurde, weil er das Gefecht zwischen Sora und Maloxia im Schloss des Entfallens durch die Wand mithören konnte. Do you want to scream? What?
Wir wissen, dass Maloxia höchstwahrscheinlich wieder eine Rolle in Kingdom Hearts 3 zu spielen hat. Nachdem wir niemanden im Kingdom Hearts 3 Jump Fester 2015 Trailer gesehen haben, die ihm nachempfunden waren. An diesem Punkt bin ich sehr besorgt, wie diese Geschichte noch logisch abgeschlossen werden kann. Und wie sehr neue Spieler womöglich von dem Spiel abgeschreckt werden, da schon das Gameplay im Vergleich zu anderen Teilen der Reihe nicht wirklich attraktiv ist. Ich habe zwar großes Vertrauen in Nomura, er ist auch mein absoluter Lieblingsdirektor drüben bei Square Enix, aber es wird eine sehr große Herausforderung, das Ende des Key-Universums simpel und clean zu machen, Wortspiel. Vor allem, wenn der Weg zum Ziel schon mit so vielen unnötigen Verwirrungen gespickt ist, dass selbst die Hardcore-Fans, ich zähle mich einfach mal dazu, Interesse verlieren, der Handlung weiter zu folgen. Das war meine Meinung zur aktuellen Verfassung des Kingdom Hearts Key-Universums. Also es ist wirklich unnötig kompliziert, total verwirrend und macht aus meiner Sicht nicht mehr so viel Sinn. Ich werde die Handlung zwar weiter verfolgen, in der Hoffnung, dass sich doch noch alles zum Guten wendet, aber momentan kann ich mich nicht wirklich dafür begeistern. Wenn ihr womöglich etwas Licht ins Dunkel bringen oder auch einfach eure Meinung zum Thema mitteilen wollt, dann könnt ihr gerne das Video kommentieren. Das war das erste Video dieser Art, welches ich mich jemals getraut habe zu erstellen, wenn ich es denn überhaupt fertig bekomme, mal schauen. Und um mich in der Zukunft bessern zu können, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir Kritik und Feedback zum Video gebt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sofern ihr es denn mögt, können wir uns alle bald bei einem der laufenden Projekte wiederhören. Macht es gut und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Reise.